Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr das Carolina Rig bindet. Was braucht ihr für das Carolina Rig? Ihr braucht einmal Fluorocarbon-Schnur. Ihr braucht einen Haken. Offset Wide Gap Haken. Ihr braucht natürlich wieder ein Bullet Weight, ein Tungsten Patronengewicht, eine Perle, einen Tönchenwirbel und natürlich einen Köder. Hier habe ich den Havoc, Berkeley Havoc Fatty. Und optional, beziehungsweise habe ich hier noch Gummistopper mit reingelegt. Die kommen später noch in Aktion, denn man kann das Carolina Rig einmal klassisch binden mit einem Tönchenwirbel. Und man kann das Ganze auch ein bisschen flexibler gestalten mit Gummistopper. Dazu später aber mehr. Jetzt fügen wir das Ganze mal zusammen. Als allererstes schneide ich mir ein Stück Fluorocarbon-Vorfach ab. Hier ist Folgendes zu beachten. Denn je länger ihr das Ködervorfach wählt, desto länger ist auch die Absinkphase des Köders. Je kürzer das Vorfach, desto kürzer die Fallphase. Das bedeutet, je träger und vorsichtiger die Fische beißen, desto länger wähle ich zum Beispiel das Vorfach. Also dadurch, dass die Fallphase sehr lange dauert, können auch vorsichtige Räuber entsprechend dann auch zeitig zubeißen. Als Faustregel mache ich es meist so, dass ich im Sommer eine kürzere Länge wähle, so zwischen 20 und 50 cm und im Winter eher eine längere wähle, so zwischen 1 und manchmal auch sogar 2 Meter, je nachdem. Man muss sich natürlich immer am besten an die aktuellen Gewässerverhältnisse anpassen und dem Beißverhalten gerade vor Ort. Das ist natürlich klar, da gibt es keine festen Regeln. Da ist Probieren geht über Studieren angesagt. So, hier für Präsentationszwecke habe ich mir einfach mal so ein kurzes Stück Fluorocarbon-Schnur abgeschnitten. Und jetzt kommen wir zum ersten Schritt. Ich mache den Haken an meine Schnur. So, dafür benutze ich wieder einen Grinner-Knoten. Knoten einmal anfeuchten, festziehen. So, der sitzt jetzt fest drauf. Das überhängende Stück schneide ich nochmal kurz ab. So, jetzt haben wir den Haken drauf. Und als nächster Schritt kommt der Tönchenwirbel. Den knote ich jetzt auch einmal hier fest. Wieder anfeuchten. Festziehen. So, jetzt sieht das Ganze so aus, dass ich hier auf der linken Seite habe ich den Haken und auf der rechten Seite habe ich den Tönchenwirbel. Kann man vielleicht gar nicht erkennen, der ist so klein. So, halte ich jetzt hier mit der rechten Hand fest. Das ist jetzt mein Vorfach quasi, mein Ködervorfach. Hier kommt dann später auch der Köder drauf. Und jetzt muss ich das Ende des Wirbels nur noch mit entweder mit meiner Hauptschnur verbinden oder ich schneide mir nochmal ein Stück Fluorocarbon ab, sodass ich quasi ein komplett durchsichtiges Carolina Rig Vorfach habe. So. So, und das knote ich jetzt an das andere Ende des Wirbels.
Solltet ihr das Ganze direkt an eure Hauptschnur ziehen, also sprich das, was ich jetzt hier noch abgeschnitten habe, wäre eure geflochtene Hauptschnur, dann dürft ihr nicht vergessen, vorher auf die Hauptschnur erst noch das Bullet Weight zu ziehen. So mit der kleinen Öffnung zuerst drauf und dann die Perle drauf zu ziehen. Weil sonst kriegt ihr es danach nicht mehr rauf, wenn das die Hauptschnur ist. So, und dann knotet ihr es an euren Wirbel fest. Das kann ich ja jetzt auch nochmal machen. So, ich mache es meist so, dass ich das gesamte Carolina Rig an eine Fluorocarbon-Schnur setze und die dann entsprechend mit meiner Hauptschnur, mit meiner geflochtenen Schnur später verbinde. Dass ich wieder eine sehr natürliche, transparente Präsentation des Köders habe. So. Jetzt auch nochmal schnell hier mit dem Wirbel verknüpfen. Anfeuchten nicht vergessen. So, festziehen. Überstehendes Stück abschneiden. Ups. So, und jetzt sieht das Ganze folgendermaßen aus. Jetzt habe ich hier den Wirbel, hier den Haken, dann kommt nochmal ein Stück Fluorocarbon-Schnur. Und jetzt ziehe ich, wie eben auch schon gezeigt, auf das zweite Stück Fluorocarbon-Schnur eine Perle drauf. Die knallt dann auf den Wirbel. Hier. Und das Bullet Weight mit der großen Öffnung als erstes. Dann haben wir wieder wie beim Texas Rig auch wieder diesen Knalleffekt. Hört man jetzt auch schön. Der einzige Unterschied jetzt zum Texas Rig ist, dass wir hier eine getrennte Position des Köders haben zum Bullet Weight. Also eine vordefinierte Länge vom Bullet Weight zum Köder. Das heißt, das hier ist dann quasi die Schwebephaselänge, sage ich mal, die der Köder hat. Und wie ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt extrem kurz. Das heißt, das Bullet Weight fällt und der Köder fällt ziemlich schnell hinterher. Stellt man sich vor, dass dieses kurze Stück hier 1,5 Meter bis 2 Meter lang ist, kann man sich vorstellen, das Bullet Weight fällt runter auf den Grund oder fällt einfach runter. Und bis quasi der Köder reagiert, sind das dann entsprechend 2,5, 2 Meter. Das dauert dann eine Weile. In der Zeit schwebt der Köder quasi oder sinkt ganz langsam ab. So, und als letzten Schritt ziehe ich nur noch mein Berkeley Havoc auf den Haken drauf. So, Offset-Methode, einfach vorne einstechen, in die Nase rein. Kurz danach lässt man das Ganze wieder austreten, zieht den Schenkel einmal komplett durch, dreht ihn dann so. Das Ganze so aus. Genau, jetzt messen wir wieder ungefähr ab, wo der Haken austreten soll. Mit dem Daumen hier schaue ich, markiere ich mir die Stelle und steche den Haken dann mittig einmal ungefähr an der Stelle durch. So, das war's. Und natürlich auch wie beim Carolina Rig, beim Texas Rig meine ich, hat man hier auch eine schön krautfreie Präsentation. Also wenn man den Haken jetzt noch mal in den Köder reinpiekst, dann sieht man hier, der Haken ist komplett versteckt. Wenn ich das jetzt durchs Kraut ziehe, dann bleibt nichts hängen. Zumindest nicht die Hakenspitze. Jetzt kurz nochmal zum Verhalten. Oh, jetzt ist das Ganze, weil das natürlich ein offenes Ende hat, runtergerutscht. So mal aufziehen. Das Verhalten dieser Montage ähnelt, wie gesagt, dem Texas Rig.
nur dass man hier ein schwebendes Vorfach noch hat. Das heißt, das Blei fällt zu Grund und diese Länge von Blei oder von Wirbel zu Köder bestimmt dann auch quasi die Länge der Absinkphase. Also auch wieder ein ähnlicher Effekt, nur dass man entsprechend eine andere Absinkphase haben kann. Und auch wieder das Klacken der Perle. So, ich hatte ja vorhin zu Beginn noch die Gummistopper hier hingelegt, denn vielleicht habt ihr schon gemerkt, das Problem bzw. der Nachteil dieser Montage hier mit dem Tönchenwirbel hier vorne ist, dass wenn ihr euch vielleicht verschätzt habt mit der Länge bzw. auf die Länge nichts beißt und ihr euch denkt, vielleicht brauche ich doch eine längere Absinkphase, also ein längeres Vorfach, dann muss man quasi hier in dem Falle komplett das Vorfach neu binden. Also sprich, man muss den Tönchenwirbel hier abtrennen und den Köder abtrennen und eine neue Vorfachlänge zuschneiden. Was man machen kann mit diesen wunderbaren Gummistoppern, ist, dass man anstatt diesen Wirbels, diesen Tönchenwirbel, einfach, ich schaue es mal, ich mache es jetzt nicht direkt, aber ich denke, die Fantasie lässt das ja schon sich gut vorstellen, dass man statt dem Wirbel einfach zwei Stopper raufzieht auf die Schnur und diese zwei Stopper bremsen dann auch entsprechend die Perle und das Blei da ab, wo man es haben will. Also sprich, stellt euch vor, ich hätte jetzt statt dem Wirbel zwei Gummistopper oder einer, je nachdem wie schwer das Blei ist, wenn es darauf knallt, kann es auch sein, dass bei einem Gummistopper der Stopper bei einem harten Auswurf verrutscht. Ich packe immer zwei drauf. Wenn ich das dann so montiere, dann kann ich, wenn ich merke, ich brauche eine längere Absinkphase, dann ziehe ich einfach die Stopper weiter nach oben und habe dann dadurch natürlich auch ein längeres Vorfach und eine längere Fallphase wieder. Wenn ich merke, ich brauche eine kürzere Fallphase, dann ziehe ich die Gummistopper einfach wieder runter. So. Und so habe ich ein wesentlich flexibleres Carolina Rig, als wenn ich das Ganze mit so einem Wirbel mache. Den Wirbel zu benutzen, da muss man dann schon sehr sicher sein, dass man die richtige Länge getroffen hat. Oder man muss es in Kauf nehmen, dass man das Ganze ummontieren muss und man dadurch natürlich Zeit verliert und das ist natürlich auch nervig und friemelig. Also, das heißt, Gummistopper flexibel, das ist die, mit dem Wirbel ist die, ja, die klassische Variante und das war's auch schon, das Carolina Rig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In der Beschreibung steht auch nochmal alles, was ich hier benutzt habe, damit ihr auch wisst, wie schwer das Blei war, wie groß die Perle, wie groß der Köder und so weiter und so fort. Also in der Beschreibung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.